Hier spricht wieder Ustra und ihr seht eine weitere Folge Dead Space. Und ja, ich gehe nochmal zurück zu dem Asteroiden-Dings. Ich musste mich darüber leider schlau machen, weil ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt. Ich habe auch gar keine Vergründung oder Verdacht gehabt. Ich habe nochmal im Hinterstübchen nochmal daran rumprobiert und weiß jetzt so ungefähr, was man machen muss. Da wäre ich nie drauf gekommen, ich muss es ehrlich sagen. Also ich hätte das auch nicht ausprobiert. Und zwar werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Werd noch nichts vorwegnehmen. Erstmal müssen wir wieder in die Kammer rein, das kennen wir ja schon so ein bisschen. Hier müssen wir ja auch schon so ziemlich alles gemacht haben, aufgehoben haben. Und hier drin müssten jetzt die beiden Dinger noch, genau, diese beiden Dinger hier laufen. Da haben wir ja schon gesehen, was wir da machen müssen. Ja, aber heute nicht so den besten. Na, ich treffe heute auch nichts. Oh. Nebenaufgabe erfüllt, genau. Müssen wir mal eben da rauf. Und mal eben hier aufräumen. Die ganzen Viecher werden gleich noch kommen. Ich kann das aber auch hier so machen. Dann ist es ein bisschen einfacher. Eigentlich erwarte ich ja ein bisschen... Ah! Gegenwehr der Monsterfraktion. Köpfe bitte behalten, danke. Aua. Eben schnell wegkommen. Huch, da war doch mal ein Kopf. Also, wenn die diese schwarzen, komischen Viecher sind, dann halten die aber eine ganze Menge aus, muss man ja schon mal sagen. Alter! Komm mal nachladen. Ist echt übel mit den Viechern. Jawohl, so. Und jetzt nämlich wird's ganz kurios. Und zwar, Moment mal, irgendwo hier war noch so eine Box, die hier rumschwebte. Da oben ist auch noch eine. Ich hoffe, da komme ich dran von hier aus. Nein, sehr gut. Aber an die komme ich wenigstens schon mal. Upp. So, und zwar kann man jetzt nach außen. Müssen wir mal zweimal warten. Dann ist das ganz. Damit wir das hier nicht dreimal machen müssen. Ja, jetzt seht ihr, was ich meine. Und zwar so. Jetzt kann ich hier darüber springen. Hoffe ich. Jawohl. Und dann kann ich nach raus gehen. Da seht ihr, was ich meine. Ah, man kann hier sogar richtig draußen rumlaufen. Sehr schön. Sehr cool, sehr schön. Die sind ein bisschen schneller hier draußen. Katablups. Einmal auf die andere Seite gehen. Ich habe nicht ganz so viel Sauerstoff. Ich weiß nicht, ob ich noch welches mit habe in irgendeinem. Was war das? Keine Ahnung. Vielleicht Luft. Der aus meinem Tank kam. Und hier, ich wäre nicht drauf gekommen, einfach an dem Asteroiden lang zu laufen. Es tut mir echt leid. Ladung 8772 ist nicht mehr gesichert. Ungeschulte Mitarbeiter werden gebeten, sofort den Sektor zu verlassen. Ja, ich komme gleich zu dir, mein Freund. Ich muss mal irgendwie den Sender anbringen. Komm schon, 17 Sekunden noch. Ich glaube, ich habe noch Luft im Bauch. Hey, 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 nicht kämpfen jetzt. Ich muss mal eben ein bisschen Avanti machen. Dankeschön. Hör auf damit! Komm! Zeig mir deine schönen Tentakel. So, jetzt müssen wir wieder da rein. Auch das können wir relativ fix machen. Und dann müssen wir nach unten. So, haha, Fortschritt. Ist also, ich wäre wirklich niemals drauf gekommen, dass ich raus muss. Und normalerweise gucke ich sowas auch nicht unbedingt nach, aber das war wirklich so eine Sache. Ich bin hier vorm PC förmlich verzweifelt. Ich glaube, ich habe 30 Mal
gegen dieses Dingen da gekloppt. Und bin da gestorben vor. Links oder rechts? Unten? Perfekt. Kann ich das jetzt hier machen oder muss ich das oben machen? Ich mach das mal hier. Naja, Asteroid abschießen steht da nur. Das muss man wahrscheinlich dann doch von da oben machen. Aus dieser Kammer raus. Ich hoffe, die Leichen lassen mich in Ruhe. Ich hoffe, hier hinter sind keine Leichen mehr. Ende der Schwerelosigkeit. Sehr gut. Okay. Ah, so kleine Monster dürfen hier ruhig rumlaufen. Das ist nicht so schlimm, da haben wir nichts gegen. Da sagen wir mal nichts zu. Das haben wir ja auch die endlich zu blöden. Boah, Feuer. Haben mich jetzt auch erschrocken. Ach, super, jetzt muss ich hier diesen komischen Prügel damit nehmen, oder was? Oh Gott, wie will ich den jetzt da rauskriegen aus dieser... Ich habe auch keine Lust, mir den Arsch zu verbrennen. So, mal gucken, wie es hier läuft. Oh, 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 oh Gott. Das Abendessen wird in 10 Minuten im Speisesaal serviert. Geil. Was? Wen interessiert das denn? Das Abendessen wird in 10 Minuten im Speisesaal serviert. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Funktionen des Schiffes, die hier noch abgespielt werden, weil wahrscheinlich die ganzen Leute hier nicht unbedingt wissen, die arbeiten, wie spät es ist oder wie spät es gerade ist oder wie auch immer. Macht ja auch eigentlich Sinn, dass man, wenn man viel arbeitet und man irgendwie die Zeit vergisst. Eben nach oben gucken, nicht, dass mir einer am Kopf springt. Hört sich auf jeden Fall stark danach an, jawohl. Aufpassen vor diesen kleinen Viechern, ey. Die sind ganz dreckig und gefährlich. Die sind ganz dreckig und gefährlich. Dreckig und gefährlich, ungewaschen. Okay. Dann gehen wir mal hier hin. Jetzt mal in der... Boah, Energiekern. Grauselige Musik. Und Munition. Für den Strahlenmeister. Für den Strahlenmeister, den nehme ich auch mal auf. Nicht, dass irgendwas passiert, dann kann ich mich gleich hier richtig wehren. Ladung 8772 gezündet. Und tschüss, jetzt haben wir es irgendwie abgeballert. Alle Funktionen normal, sendet über Breitband. Okay. Hoffen, dass jemand das Signal hört. Ich werde den Array-Empfänger aufstellen. Ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder gesehen. Oh, oh. Er nickte mir zu, als ob alles in Ordnung wäre. Okay, der Kanal sollte jetzt offen bleiben. Was? Der Array-Empfänger der Com-Anlage reagiert nicht. Isaac, kannst du zurück zur Brücke gehen? Wir müssen das Array online bringen, denn selbst wenn uns jemand antwortet, können wir die Antwort derzeit nicht empfangen. Okay. Es war so klar, dass wir wieder irgendwelche... Ist wieder Biohazardo. War mir schon klar, dass ihr kommt, ihr Viecher, ey. Komm, gib. Gib Zunder um das Ding da. Sehr gut. Da sind 15 Viecher im Schacht und wird erstmal Quarantäne aufgehoben. Sehr gut. Jetzt wird's wieder wirsch. Jetzt kommen wieder Viecher. Es war die ganze Zeit ruhig und auf einmal ist wieder Chaos. Verderben. Voll langsam müssten wir echt nur alle erledigt haben. Ist so meine Meinung. Nur mal so.
Wir haben schon viele erledigt, sagen wir es, wie es ist. Auf jeden Fall wird das wieder eine recht relativ kurze Folge Dead Space, weil wir jetzt neue Aufgaben haben und ich denke, dieses Kapitel auch abgeschlossen haben. Mal gucken, wo wir hin müssen. An die Mappe wollen wir. Wir wollen zum Monorail. Das könnte man theoretisch eben nochmal machen. Da wird uns jetzt wahrscheinlich keiner aufhalten. Hoffe ich. Ach, verdammter Höllenbrot. Warum verbrenne ich mich denn hier immer? So, jetzt wollen wir den dritten, glaube ich. Verarbeitung, Verarbeitung, Wartung. Ich glaube, ich muss nach ganz oben. Meine ich? Nicht? Ja, nein. Ganz oben, genau. Und da geht es dann nochmal einen Speicherpunkt. Da kann man dann nochmal die Monorail benutzen. Dann fragt er uns ja auch nochmal. Ah! Naja. Hab ich schon effektiver in Erinnerung. Hätte ich besser nicht hochgeguckt. Ah, Köpfe. Aufmachen bitte. Danke. Einfach weglaufen. Einfach weglaufen. Einfach weglaufen. Egal was passiert. Einfach weglaufen. Okay. Es war auch wieder klar, dass wieder irgendwas passiert. Oh, der Empfänger geht nicht, den ich gerade erst eingestellt habe. Bla bla. Aber dafür ist trotzdem Kapitel 7 abgeschlossen und jetzt nochmal. In der nächsten Folge Dead Space sehen wir uns bestimmt wieder. Ich weiß nicht, wo es genau hingehen soll. Ich höre da kaum noch zu bei den Aufgaben, weil die mir auf den Keks gehen. Ich sag ja nur, suchen und retten heißt es. Die nächste Aufgabe, das können wir uns aber gerne dann in der nächsten Folge angucken. Bis dahin, ciao.